Signum Dei von euch, von Emerald. Nicht ein typischer Song, musikalisch. Vielleicht auch ein bisschen typisch von dir mit dem Intro. Text von dir. Um was geht es in diesem Song? Ja, also es ist ein Song, der auf einem historischen Konzept beruht. Auf unserer Scheibe Reckoning Day habe ich ein Konzept geschrieben über Kalderkühne und Burgunderkriege hier in der Schweiz. Ich habe vorher ein Buch geschrieben, ein historischer Roman, Der Löwe von Burgund, der auf diesem Thema eigentlich aufbaut. Und das ist etwas, was mir ja schon seit Jahrzehnten beschäftigt, die ganze Thematik um Kalderkühne und Burgunderkriege, und mich extrem fasziniert. Und das hat mich auch eigentlich zum Schreiben gebracht. Und darum ist das ein sehr emotionaler Song für mich. Das ist eigentlich der Abschluss von diesem Konzept auf dem Album. Es ist, wie du gesehen hast, musikalisch. Es ist jetzt nicht ein extremer Heavy-Metal-Song, sondern eher eine Halbballade. Aber das ist super, mir gefällt es. Aber eben, es ist auch einer, der mir extrem gut gefällt, den ich mich hören kann. Und wo für mich so das verkörpert, wo ich meine Schaffensart eben, wo ich, will ich auch gerne tue, historische Sachen aufarbeiten in Songs oder in Büchern. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Man hört anfangs, wie du zur Musik gekommen bist und zur Band. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Ja, eben tatsächlich ist es eben eigentlich, wie ich jetzt gerade gesehen habe, solche Sachen. Also es ist so ein bisschen einer von den Ursprüngen ist der Film Braveheart gewesen, den ich 1995 im Kino gesehen habe, mit Mel Gibson über die schottische Geschichte. Und als ich aus dem Kino bin, ich habe mich dann schon für Geschichte interessiert, habe einfach gefunden, eigentlich hätte mir in der Schweiz auch so spannende Geschichte. Und da ist mir eben der Kalderkühne mit den Burgunderkriegen in Sinn gekommen. Und dann habe ich gehofft, dass mal Hollywood einen Film über das Thema macht. Aber das, ja, das ist halt nicht passiert. Und dann habe ich gefunden, da mache ich etwas drüber. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, eben Der Löwe von Burgund. Das war mein erstes Buch eigentlich, ja. Geschrieben habe ich schon aus Kind ging, also ja, einfach kleine Geschichten und Sachen. Aus Kind habe ich ja Krimi geschrieben und als Jugendlicher habe ich Fantasy-Bücher, die sind nie veröffentlicht worden, das ist schon gut so. Aber Der Löwe von Burgund war mein erstes Buch, das wirklich veröffentlicht worden ist. Jetzt ist es aber ja, du hast es veröffentlicht. Es braucht ja Haufen und du hast Haufen mittlerweile veröffentlicht und trotzdem ist es immer noch, hast du mir ja gesagt, ja, aber nicht einfach und nicht klar. Freuden und Leiden eines Autors, erzähl ein bisschen, was braucht es denn da? Man sieht es fertig, ich denke, super. Steckt da dahinter? Ja, es braucht schon sehr viel. Vor allem, also wenn man will, also heutzutage hat man ja in dem Sinn zum Glück die Möglichkeit, jeder kann das Buch veröffentlichen mit Books on Demand, kann jeder mittlerweile seine eigenen Bücher drucken, oder? Aber wenn man halt bei einem Verlag will veröffentlichen, der auch Promo macht oder das Buch vertreibt, dann braucht es schon extrem viel. Und dort ist einfach durchhalten wollen, ist entscheidend, dass man wirklich nicht aufgeht. Ich habe vor dem ersten Buch 3, 4 Fantasy-Bücher geschrieben, die es eben nie geschafft haben, die ich mich beworben habe bei Verlagen und das hat es halt einfach nie geschafft, weil es ist sehr schwierig auf dem Markt, gerade im Bereich Fantasy, da kommt so viel aus dem englischsprachigen Raum und die Verlage wissen, das läuft, die Bücher, oder tun sie eigentlich die Lizenz kaufen oder das übersetzen und dann wird einfach das rausgebracht, was im Englischen läuft. Okay. Und im deutschsprachigen Raum aus Autor Fuß zu fassen, ist sehr schwierig. Wenn man einen Fuß mal drin hat, wenn man es bei einem Verlag mal geschafft hat, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann hat man auch eine Referenz. Ich habe schon mal veröffentlicht bei einem Verlag, dann geht es ein bisschen einfacher. Da hast du eine gewisse Reichweite gehabt. Ja, genau. Ja. Bei meinem ersten Roman ist wirklich noch lustig. Der Löwe von Burgund, das ist, da habe ich wirklich auch Glück gehabt. Das muss vielleicht auch sein, oder? Ich habe dann das Manuskript geschrieben gehabt und ein Kollege von mir war an der Uni und hat bei einer Professorin Vorlesung gehabt, die bei einem Verlag gearbeitet hat, als Copyright-Spezialistin. Und hat auch der gesehen, wie er das gewusst hat. Eigener Kollege, der ein sensationelles Romanprojekt hatte. Sensationelles Buch, er hat keine Ziele gelesen. ob ich es mal ihr schicken dürfe. Dann hat sie gesagt, ja, morgen können wir es mal schicken. Und dann ist der geschickt. Und sie war begeistert von dem, hat es im Verlagschef geschickt. Und lustigerweise hat der Verlagschef Ira, wo er das geschickt hat, gesagt, ich wollte dir jetzt eh gerade anrufen, ob du noch etwas hättest, mir Lücken im Herbstprogramm. Und dann hat er das Manuskript auch gelesen und auch gefunden, das ist super, das passt. Und dann hat sich das so gegeben. Also klar, Qualität hätte wahrscheinlich auch müssen stimmen, aber es hätte wirklich gerade so sollen sein. Es war schon Glück dabei gewesen, ein bisschen Vitamin B auf den Arm. Ja. Aber irgendwie hat es nicht passt. Das ist eben mehr braucht, dass die Führung braucht, dass Sachen zusammen sind. Genau, ja.
Jetzt hast du eben, du hast verschiedene Genre geschrieben, historische Romane, sind wir gesehen, vorab mit den Burgunderkriegen. Ja, wie gehst du da vor? Also ich meine, du schreibst ja nicht ein Geschichtsbuch, sondern schreibst eben einen Roman. Also wie viel von dem ist denn wirklich so gewesen? Wie viel hast du erfunden? Oder wie gehst du mit dieser Spannung um? Also ich weiss, wenn man beschreibt, ist das immer ja eine Perspektive, das ist immer subjektiv so. Und gleichzeitig, wenn man es schreibt, historischer Roman sollte es einigermaßen stimmen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ja, also für mich ist das immer eigentlich mehr Hilfe gewesen als ein Hindernis oder eine Spannung. Ich habe mit diesen historischen Romanen angefangen und ich habe natürlich sehr viel recherchiert. Das steckt auch viele Recherchen dahinter am Anfang. Aber nein, habe ich so wie einen roten Faden gegeben, wo ich gewusst habe, dass die Abläufe, die historisch sind, an denen orientieren in mir. Und dann habe ich rechts und links natürlich Sachen, vor allem Lücken in der Überlieferung. Das ist natürlich der Haufen Lücken. Und das war meine Aufgabe gewesen, die Lücken zu füllen mit dem hypothetischen Gedanken, was wäre wenn oder wie hätte es können sein. Oder manchmal hat man in der Geschichtsschreibung unterschiedliche Ansichten. Das ist gerade bei der Kriegsführung natürlich, der Sieger schreibt Geschichte, oder? Und manchmal hast du Überlieferung, gibt es bei den Burgunderkriegen aus dem französischen Teil, also von den Burgunder, wie sie es erlebt, dann hast du einen Geschichtsschreiber aus der Eidgenossenschaft und das widerspricht sich meistens irgendwie so, oder? Und dann ist auch die spannende Frage eben, ja, so ein bisschen, was ist jetzt wirklich wahr und was nicht, oder? Das ist etwas, was mir sehr gefallen hat, ging bei dem Schreiben von historischen Romanen. Die habe ich noch vor, ich habe deine Thriller gelesen und den Fantasy-Teil erstens noch. Du weißt jetzt gar nicht, machst du auch in einer Art einen Appendix, weißt, wo du irgendwie noch etwas dazu schreibst, zu der genau solchen Frage? Hättest du das in den Büchern? Ja, ich ging bei den historischen Romanen immer ein Nachwort, wo ich dann so ein bisschen aufkläre, was ist wirklich passiert und was ist fiktiv. Weil ich bin auch sehr interessiert, wenn ich selber historische Romane lese oder historische Filme. Das Erste, was ich mache, nach einem solchen Buch oder Film, wenn es eben kein Nachwort hätte, kann ich googlen, was ist jetzt wirklich wahr gewesen. Und die Arbeit wollte ich im Lesen abnehmen und meistens im Nachwort geschrieben, wie es war und, oder auch warum ich gewisse Sachen so erfunden habe. Ja. Also ich merke eben bei so Autoren, die das machen, auch ich habe einen anderen Autor, der mehr so biblische Texte macht, aber die ganze Theologie und noch spekulativ Fantasy macht. Aber ich finde es mega cool, es gibt so eine Tiefe und ja, es stellt sich ja noch eben eine Frage vom Diskutieren, warum und wieso und dann kommt man nachher auch weiter. Genau. Und einfach, ja, so ist es, aber ja, warum und wieso, ich finde es auch mega cool, super, dass du das machst. Ich würde sagen, du hast am Anfang erzählt, wo wir zu dem Thema gekommen sind, ja, Braveheart, mit dem jetzt angefangen. Du hast einen Song mitgebracht, gell, genau. Ganz genau, das handelt eigentlich um das, Gravedigger, The Clans Are Marching, Rebellion heisst der Song. Und eben, das Thema ist eigentlich das gleiche, die schottische Geschichte dort, und das hat mir dann auch so gut gefallen. Es kommt um mich auf das zu, was ich am Anfang gesehen habe, mir das ging gefallen, wie das irgendein Bezug hat zum Mittelalter, zu Fantasy, zu geschichtlichen Ereignissen im Mittelalter. Und The Clans Are Marching, das ist ein sensationelles Lied, das mir immer gefallen hat. Wo ich einfach das erste Mal als Album so bewusst erlebt habe, wo er ein Konzept hat, ein geschichtliches, und das hat mir eben auch sehr gefallen. Und als ich das gehört habe, bin ich eben um mich auf den Burgunder gekommen und dachte, ich möchte mal in der Musik ein Konzept machen, ein historisches. Ja. Und habe relativ lang das Karl der Kühne Konzept in der Musik schon, ich weiß nicht, ob du dich erinnern. Bevor man es realisiert hat, schon etwa 10, 15 Jahre vorher, bin ich schon mal bei Emerald so ein bisschen sondieren, und dann ist es noch so ein bisschen auf Ablehnung gestossen, man hat das dann noch nicht so wollen. Und irgendwann mal, 10, 15 Jahre später, habe ich es umgebracht und dann ist die Ablehnung nicht mehr so gross gewesen. Und dann haben wir es gemacht. Ja, cool. Also lassen wir noch rein, The Clans Are Marching, Rebellion.
day you came.